willkommen zu einer weiteren Folge Skyblock Together. Ich habe, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, ordentlich gefarmt und habe 63 Steine rausbekommen. Hohoho. Nein, ich habe noch ein bisschen mehr. Und zwar habe ich 2 Stunden lang mit einer Diapicke, mit 2 Diapicken was glaube ich. Ja doch, 2 Diapicken habe ich gemacht. Vor dem Dingens gestanden und habe einfach nur gefarmt. Danach habe ich mich ja hingestellt und gewartet, bis der ganze Stein fertig war. Also sagen wir es so, ich hatte keine Hobbys. Nee, ich habe einfach alles im Hintergrund laufen lassen. Beziehungsweise wenn ich nicht da war. Beziehungsweise als ich nicht da war. Das wäre ein richtiges Deutsch. Und ja, deswegen bin ich jetzt, habe ich so viel Stein. Oh, hier ist nochmal Stein. Und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Diapicken es war. Ich hab halt so, kennt ihr das so, wie heißt das, Tesafilm auf die Taste gemacht. Das Dauer abbauen lassen. Und dann immer wieder runtergeguckt und neu und geguckt, dass es immer noch ausgerichtet bleibt, damit es auf den Block haut und geguckt, dass die Spitzhacke nicht kaputt ist. Und so dann ordentlich Stein gefarmt. Das ist eigentlich ein ganz cooler Trick. Ja, ich mache eventuell auch mal einen Livestream. Aber ich habe das Problem, dass wenn ich live streame, dann das hält irgendwie mein PC überhaupt nicht aus. Mein Aufnehmen ist überhaupt kein Problem, im 512er Texture Pack und im Shader, nein, überhaupt kein Problem. Aber dann plötzlich streamen, das kann ich irgendwie vergessen, das mag irgendwie mein PC nicht, aus welchem Grund auch immer. Das wäre aber interessant zu wissen, warum, und ich habe wieder den Timer vergessen, so. Ja, letzte Folge habe ich auch nicht an den Timer gedacht, das habe ich dort in der Pause dann gestartet. Immer wenn ich hierher komme, leckt's. Immer. Weil ich hier vielleicht so einen Überblick habe. Hm, weiß nicht, kann sein. Aber halt auch nur, wenn ich nach unten schaue. Mein Gott, es leckt. Oder es liegt vielleicht auch an mir. I don't know. Ja. Ich hoffe, dass nicht irgendwie meine Stimme manchmal abhakt. Die Angst habe ich nämlich, weil ich das ja jetzt alles über so einen Treiber mache, dass ich mich geil anhöre und man nicht hört, wenn ich auf die Tastatur baller. Das wäre zumindest die Theorie. Aber wenn es natürlich dann nachher richtig scheiße anhört, dann ist es natürlich scheiße. Ja, irgendwie logisch. Ich könnte auch die FPS-Begrenzung reinmachen. Ich verzweige. Und zwar, wenn man das macht, ach, das erkläre ich in einem Ding ins Video. In einem Minecraft FPS Video. Oh. Weil ich glaube, ich mache das jetzt auch, wenn ich noch keine Rückmeldung von euch habe, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Aber ich habe einfach so Bock drauf, das zu machen. Weil, ja, bevor halt die 1.9 rauskommt, gibt es halt nichts mehr. 1.9, das wird wieder hart. Ah gut. Ich glaube, dann tue ich angefangen, was anderes zu let's play. Irgendwas, was mir halt viel Spaß macht. Mir hat eigentlich nicht was Speed World immer viel Spaß gemacht, aber das wurde leider ja jetzt, jetzt leider runtergefahren. Forever. Sehr, sehr schade. Aber wahrscheinlich haben sie nicht mehr genügend Geld gemacht oder nicht mehr genügend Geld gehabt. Aber Battlefield Play for Free wurde ja auch, Server runtergefahren. Dann schon ein bisschen merkwürdig, dass wirkt dann davon, dass EA irgendwie ein bisschen Geldmangel hat. Also ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich schätze es mal. Also habe sehr stark Vermutungen danach. Tut das sehr stark. So. Zack, nochmal 6 Fackeln bekommen. Nice. Hi. Oh, Explosionsschutz. Oder wo habe ich? Hier. Direkt der nächste. Glück ist Mob Griefing aus. Sonst wäre mein Haus schon ein paar Mal am Arsch. Aber bei Skyblock kann man einfach nicht Mob Griefing anlassen. Das kann man vergessen. Jo. Zack, zack, zack.
So. Das war's, glaube ich. Das war's. Dann setzen wir mal ganz kurz die Fackeln hin. Gut. Wie hoch habe ich das hier jetzt nochmal gemacht? 1, 2, 3, 4. 4, also 5. 1, 2, 3, 4. Ah, ich muss noch eins hoch. Geil. Dann kommt das Dach drauf. Nice. Geil. Ich hab nicht gedacht, dass ich die Außenwand so schnell hinkriege. Gut, was heißt schnell? Wir haben inzwischen 3 Stunden. Inzwischen haben wir 21 Uhr. 21 Uhr, um genau zu sein. 21 Uhr 6. Und, ja. Das Geile war, ich war jetzt auch eine Zeit lang weg. Und, also außer Haus. Und da werden wir ihn auch einfach farmen lassen. Das ist halt immer ganz geschickt. Lol. Auch geil. Ich hoffe, dass er doch, die Sonne geht auf. Nice. Ich habe schon gedacht, sie geht unter, aber sie geht auf. Das ist geil. Desi-Scheul. Da steht schon wieder ein Scheck verbraten. Wenn sie nochmal farmen gehen, Alter. Das wäre übel. Aber vor allem Holz. Obwohl ich Holz eigentlich mega extrem viel gefarmt habe. Egal. Jetzt überleben. Brauche ich halt ein Ticken mehr Holz. Gut, ja, soll ich jetzt direkt, ja doch. Es kommt halt Dingens, weil Flachdach habt ihr gesagt. Also kommt Flachdach drauf. Einfach ist das. Zack. So. Gut. Also das Dach werde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Ich könnte ja auch noch eine Treppe aufs Dach bauen, damit ich dann vom Dach aus, also dass ich dann aufs Dach klettern kann. Dann brauche ich nur einen Haufen Eisen, um es mit Eisengittern zu versehen. Oder ich kann ja auch einfach ein ganz normaler Zaun nehmen. Eisengitter sieht geiler aus. Aber dafür brauche ich verdammt viel Eisen. Mal schauen. Einmal Beine gebrochen. Ich habe eigentlich Federfall. Ne, ich habe Wasserläufer. So geil. Ich bringe eigentlich nur mal Wasserläufer. Oder so. Und ich kann über Wasser laufen. Ho, ho, ho. 28 Level, noch ein paar Level mehr und ich wäre happy. Because I'm happy. Dann gehen wir nochmal ganz kurz ein bisschen Wood farmen. Das war ich tatsächlich vorhin nicht. Deswegen sind ja auch die nachgepflanzten Bäume. Was irgendwie voll scheiße ist, aber ich weiß irgendwie nicht, woran das liegt. Das ist immer ganz interessant zu wissen, weil ich hätte hier doch noch mehr drin. Ja, Alter. Oh, nochmal Stein. Ja gut. Einfach nur nochmal ein Stack drin. Übertrieben. Ja gut, der eine Stein bringt mir jetzt nichts mehr. Das ist eindeutig nochmal farmen gehen, Alter. Ich hätte das nie im Leben gedacht. Nie im Leben. Oh ja. Oh, ist hier der eine. Ah ne, okay. Ich habe schon gedacht, mein einer Ding wäre kaputt. Wäre natürlich nicht so nice gewesen. Ich habe übrigens wieder ziemlich viel Geld. 2407. Hat nämlich wieder ordentlich gevotet. Und wieder ordentlich gezockt, weil wenn man Minigames spielt, dann bekommt man natürlich auch immer Geld. Natürlich auch sehr geil, aber ich glaube, ich mache das hier anders, damit das hier geiler aussieht. Daher, ich meine, dadurch, dass ich Owner bin, ich glaube, ich bin auch der am meisten Geld hat. Ich meine, ja gut, als Owner spielst du eigentlich sehr, sehr oft. Ja, irgendwie logisch. Project. Sagen wir es so. So. Doch geil aus. Wie einfach immer die Türen aufgehen. Als ob ich so ein Wunder hätte oder so.
voll scary. Schon wieder. Was mir Angst. Ah, hier noch. Zack. Lol. Mega lag. Hat dieser Scheiß-Server schon 20 GB RAM und dann die 20. Ah doch, Skyblock hat 20 GB. Dieser scheiß Skyblock-Server schon 20 GB RAM. Man läuft ja immer noch nicht flüssig. Sehr gut, Minigames haben 128 GB RAM. Und die Lobby, wie viel habe ich da gegeben? 16. Komisch. Mag mich irgendwie nicht. Mein 20 GB RAM für einen scheiß Skyblock-Server. Und er verreckt einfach trotzdem. Check's nicht. Ich check es nicht. So. Zum Glück ist morgen Wochenende. Beziehungsweise morgen Samstag. Das ist echt geil. Ah ja, ja gut, wenn ich das hier sag, dann ist wahrscheinlich schon lange vorbei, aber Money Monkey, also den kennt ihr wahrscheinlich noch hier aus dem Projekt, der hat heute Geburtstag und mein Handy ist am Arsch. Habe ich das überhaupt schon erzählt? Nein, noch nicht erzählt. Mein Handy ist eben am Arsch. Ich habe mein Display, also irgendwie ist mein Display am Arsch. Ich hatte irgendwie Sportunterricht, das dann in so ein Teil gelegt, wegen Wertsachen und so, damit der Scheiß nicht geklaut wird und so, und das laggt schon wieder und dann irgendwie spack, also und dann zwei Schulstunden später packe ich es wieder auf, also hole ich es wieder, will's anmachen und dann geht's nicht an. Also wir einfach so aus dem Standby holen, ihr wisst schon. Und dann ja, ist mir aufgefallen, dass irgendwie das Display im Arsch ist, weil die Beleuchtung vom Display geht und ja, jetzt muss ich es erstmal zurückschicken und das ist halt verdammt scheiße, wenn du einfach nur so lange Zeit kein Smartphone hast. Dann kriegst du halt die Krise. Und das wird wahrscheinlich so um die 5 Wochen dauern, denke ich. Weil muss es jetzt erstmal dort. Also das ist von Acer, ein Smartphone. Das erstmal zu Acer schicken. Und so ein Gedöns, so ein Support, weil das hat mein Bruder auch schon mal gemacht, weil irgendwas war bei ihm kaputt. Boah, das war bei ihm noch ganz knapp in der Garantie. Ich hoffe, dass es bei mir noch in der Garantie ist. Und dort so ein Teil hinschicken, warum und so, und dann schicken sie dir so ungefähr nach einer Woche zurück, ja, du schickst dorthin, muss es bei denen erstmal ankommen, ist bei denen in der Warteschlange, dann bearbeiten sie es, dann schicken sie es dir zurück, ja, braucht alles seine Zeit und nach meinen Kalkulationen dauert es so 5 Wochen. Ja, geil. Nee, nicht geil. Richtig auf. Ah gut, was soll man machen? Oh. Habe ich eigentlich diese Schatten an? Ja, geil. Das heißt, wenn tausende Items rumliegen, laggt es wahrscheinlich auch, weil wegen den ganzen Schatten. Lol. Ist ja witzig. Das ist auch das Problem, wenn ich jetzt so zum Beispiel Minigames spiele. Also Minigames mit Shader ist echt anstrengend, weil es einfach... wobei, das geht eigentlich sogar noch. Weil es ja auch meistens leere Welten sind, aber zum Beispiel das Singleplayer-IP, das ist dann echt immer anstrengend, da habe ich dann immer so ein paar weniger FPS, weil ich meine, hier bist du halt im Nichts, da muss er nicht viel machen. Singleplayer-IP, ja, da habe ich mir schon überlegt, ob ich es 128er Texture-Pack nehmen soll, aber ich weiß ja nicht. Das könnt ihr mal schreiben, soll ich 128er Texture-Pack lieber... Ach, Texture-Pack lieber benutzen. Ich schätze, ich habe dann so um die doppelte FPS, weil es halt auch nur halb so viele Pixel sind. Schreibt das mal gerne in die Kommentare, vielleicht läuft es ja dann flüssiger oder auch nicht. Oder vielleicht interessiert es euch nicht, vielleicht ist es euch scheißegal. Vielleicht seid ihr nur so auf Qualität aus wie ich. Ah! Ich könnte theoretisch mir mal einen Bogen holen. 45 Pfeile, aber kein Bogen, auch geil. Ja, das Esszimmer, Küche, zwei Bäder, Esszimmer, die anderen zwei Dinger da. Nicht hier durch. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade nochmal holen? Sind schon wieder zwei Bäume nachgewachsen.
Okay, sieht irgendwie schon geil aus. Sieht irgendwie riesig aus. Also irgendwas wollte ich doch gerade eben holen. Scheiß Kisten. Ich wollte... genau, mir einen Bogen bauen. Haben wir hier noch irgendwo... Werke 1 Bogen. Na gut, ist nur eine Frage der Zeit, ist am Arsch. Also brauche ich mir 9. Ich brauche 3 dafür. Ich weiß leider nicht mal genau, wie man den baut. Nee, ich glaube, der war so. Nee, ich glaube, es war eine Angel. Ja, genau, es war eine Angel. Dann wird er so gebaut. Ups. Warte drüber. Nein, wird er nicht. Dann wird er... vielleicht andersrum? Ach, wie bauen wir so einen scheiß Bogen? Ah. Okay. Vielleicht so? Nein. Vielleicht so? Ich weiß nicht mehr, wie man einen Bogen baut. Dein Ernst? Ich muss doch wissen, wie man einen Bogen baut. Ich meine, hallo? Ich bin nicht dumm oder so. Ah! Hä? Dein Ernst? Wieso baut man den so? So, weil das gerade ist. Weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so passend für einen Bogen. Egal. Jetzt... Oh, ich wurde gerufen. Okay, keine Antwort zurückbekommen, bedeutet kein Problem. Oh, nice. Zeige ich auch mal Bogen. In der nächsten Folge bauen wir weiter, bauen wir Fenster rein, bauen wir, Dach fertig, eben Fenster rein. Irgendwie spackt gerade mein Mikro ab, habe ich so das Gefühl. Auf jeden Fall, diese Sachen werden wir noch in Angriff nehmen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem weiteren Projekt. Ich sage es so, mir macht es auch Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!